Und hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Colosseum Together! Ja, wir können da Range leveln. Noch nicht. No. Das heißt, es geht jetzt weiter. Ja. Wir können eigentlich. Wir müssen das sowieso zum Schreiner. Könnten wir nicht zwei Krypto-Pokémon eigentlich mitnehmen? Ich bin gerade am Überlegen. Die wollten zum. Ja, wir haben ja jetzt die Zeit früher. Jetzt wird uns doch erst beigebracht, wie wir Krypto-Pokémon erlösen. Ich glaube, es gibt insgesamt zwei oder drei Zeitflöten in diesem Spiel. Sollen wir die dann für die Legis benutzen? Oder willst du die auch einsetzen? Bewahren wir uns die erstmal auf. Oh, Denise, man hört, John Duellbeck hatte ihr alle Hände voll zu tun. Sophus hat sich Sorgen um euch gemacht. Los, lauf schnell zu ihm und beruhigt ihn. Yay. Jetzt habe ich Morlord vor, ne? Hab ich gedacht, ob du trainierst. Ja, warum hast du Morlord vor? Weil ich Morlord auch gern gelevelt hätte? Und schon wieder Meditin vor. Wie Morlord eigentlich nur für Kämpfe macht, ab und zu mal kämpft und trotzdem im Teamniveau bleibt. Weil es das einzige Pokémon ist, was nicht stirbt. Sofort. Oh, Denise und Kuyai, du auch. Hä? Warum du auch? Gut, dass ihr wieder hier seid. Der hat gesagt, oh, Denise und Kuyai, du auch. Und wie stets konntet ihr die Leute vertreiben, die im Duellwerk besetzt hatten? Ja, ja. Ganz mein Enkel und du warst auch großartig, Kuyai. So ist das also. Ihr habt von Gradio die Zeitflöte bekommen. Gradio und Gradio. Das ist mega. Dann solltet ihr so schnell wie möglich zum Sanktorium im Heiligen Wald gehen und Celebi rufen. Was wird wohl geschehen? Ich bin ganz gespannt. Oh, natürlich hätte ich fast vergessen. Girl, du musst mir noch deine Nummer des PD Stings verraten. Sehr schön, wenn sich irgendwas ereignet, werde ich dir hiermit Bescheid geben. Und damit sind wir der Brieffreude. Oh! Der Weihnachtsmann lacht. Geh weg, Fotze! Stört halt ab und zu mal. Ab und zu mal immer. Ja, wenn wir mal zurück. Komm jetzt. Warte, wir bekommen da jetzt gleich eine Nachricht. Ich will jetzt erstmal gucken, ob wir. Jetzt kann er doch. Ich will jetzt aber erstmal gucken, ob wir beim Duellwerk leveln können, weil wenn wir da leveln können, dann will ich leveln. Weil wir haben es echt nötig. Oder weißt du, dass ich guck jetzt nach dieser Essenz guck's? Ah, ja, wir können leveln. Das heißt, wir. Warte doch erstmal, wir gucken dann, ob wir die Essenz guck's jetzt im Part aufhören zu leveln und dann leveln. Ich find's nicht toll. Ja, ich würde sagen, wir cutten, leveln, aber das Leveln schneiden wir dann später in den eigenen Part. Von hier aus. Der Part wird dann später kommen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mal gelevelt habe. Bis dann. Und wir sind wieder zurück. Haben trainiert und wir haben 6 Pokémon zusammen, die sich erlösen können. Ja. Deshalb sind wir auch hier und erlösen sie jetzt einen nach der anderen. Denn sowas muss gezeigt werden. Ich finde die Erlösung toll. Wer die wer sehen möchte, wie sich Tornupto entwickelt hat, kann dann heute Abend den Trainingspart sehen. Der gespeedet wird. Ja. Außerdem die Stelle, wo Tornupto sich entwickelt hat. Ja, und Mantax mit Flügelschlag. Ja. Oi, du hast einige seiner Erfahrungspunkte. 34. Ja, das Level haben wir geschafft. Wer sich den Part ja angesehen hat, also ansehen wird, weil der kommt ja danach erst. Ja, ja. Das Training war anstrengend. Aber trotzdem noch angenehm. Hat halt lange gedauert. Wir haben an die 2 Stunden gesessen. Für 4 Level. Aber die Idee mit dem EP-Teil ist nicht schlecht. Traumfugil. Du lernst jetzt Psystrahl, ne? Jo. Kriegst auch mal ein Level.
Wir hätten Amphi so leveln müssen, dann hätte sich weiterentwickelt. Mediti! Du bist noch nicht so weit! Ja, oh, stimmt, mit dir müssen wir noch ein bisschen laufen. Egal. Dann die anderen Pokémon. Ja. Jetzt hab ich total vergessen. Mediti hatte ich keine Lust mehr. Oder? Ja. Okay. Attacke Blubstrahl! Jetzt ist 21. 22. Ist er doch. Oh, warum nicht bis 25? Das wäre cool gewesen. Nein, Raphael. Capoeira war auch lange Zeit. Aber es hat gute Dienste erwiesen, wenigstens das hat's gemacht. Ja. Und hat Torodrilla drauf. Das ist ein Markenzeichen. Nee, er hat einfach Kick. Das auch, aber. Aktivität. 5.338. Er hält einfach nicht mehr. Schlecht war es auf gar keinen Fall. Also ein Capoeira-Team kann nicht schaden. Ja, es ist ein Special Roller einfach. Komm, du machst doch bestimmt 2 Level. Nee, im Leben nicht. Nee. Bei der Menge, wie wir es genutzt haben, wahrscheinlich nicht. Nee. Es ging auch recht schnell weg. Ja. Spiegeltrick. Yay, das heißt zumindest Einband. Ja, Einband, das reicht. Mhm. Wie weit bist du, Mediti? Das ist einmal kurz einsetzen. Wir haben sowieso einen Trainer, den wir machen können in der Stadt. Mach den einen scheiß Trainer dann! Wo überhaupt? Vom Pokémon-Center. Gut, dann können wir auch mal die Pokémon einsetzen. Nee, würde ich nicht machen, sind Level 40. Was? Der Trainer. Warum hat der Pokémon Level 40? Sein Bigelow ist Level 40 schon. Ja, ich habe Mantax. Nur einfach unser Team jetzt und wir müssen das dann nur einen einzelnen Papa befreien. Oder wir holen uns jetzt in die Box. Schnauze jetzt, du bist besiegt. Aber die Atmosphäre ist schön. Also die Gegend. Schwalboss und Libro. Warum hast du mir nicht gesagt, Schwalboss? Wie ist denn Level 40 was? Mantax. Mantax Turner. Mediti. Was um? Nach dem Gipfstoff. Gipfstoff. Schaut. Wenn du den Flügelschlag überstehst. Na, ich hab wen gesagt. Capoeira, du bist gut drauf. Ja. Siehst so aus, als ob du einen Flügelschlag überleben könntest. Du kannst alles überleben. Vor allem wegen dem. Ach, Betrohung, Nudes. Mach's fertig, Mantax. Mach's fertig. Vielfach Schwäche fast Ruin. Wow, hier kommt Erfahrungspunkte. Nein! Das sieht man so selten. Und das ist der 40er Sandflug. Ich jetzt auf alles auf dem Schwalboss oder nicht? Stimmt. Hm. Heilung? Okay. Dreifach Kick! Wow! Oh, einmal. Okay. Phasen. Scheiß viel. Wie schön der Kryptoschlag doch war. Naturkraft. Stachelspore. Stachelspore. Geht daneben. Also, wie ich die ganze Zeit nur Stachelspore gesagt habe. Stachelspore. Stachelspore. Kein Power. Normal Step. Yay, das ist geheim. Einfach kein Treffer. So ist ja nicht so, als ob es uns gerade enttäuscht hat, indem es nur einmal trifft. Nee. Dankeschön, Mantax. Du arbeitest wenigstens gut. Du arbeitest produktiv. Spammt da niemand Schutzschild? Ja.
Ich würde sagen, er setzt Stachelwunde zur Stachelspruche. Setzt Stachelspruche ein. Stachelspruche trifft. Ich darf mal einen Tag, bitte. Gut, das Ding ist mir nicht egal, das macht nur Scheiße. Das wird das Blöde echt nur Scheiße. Jetzt kommt der Pokémon bleiben sollen. Flügelschlag. Und Dreifachkick. Ja, Dreifachkick. Mal gucken. Vielleicht reicht ja der Flügelschlag. Nein. Na gut, der Physikangriff ist jetzt auch nicht so. Wieder Stachelspruche. Setz Stachelspruche ein. Hast du jetzt mal bald Sonflora? Sonflora will uns erst verkuppeln. Das ist erst. Ist doch egal, die kommen sowieso gleich wieder in die Box. Das schon, glaube ich. Mantax, das hast du nicht gehört. Ach, jetzt bist du auch noch paralysiert, Capoeira. Ja, noch einmal Stachelspore. Das spammt hier Naturkraft wie sonst was. Vielleicht kannst du so eine Naturkraft drauf. Was für Quatsch ist Sonflora auf Level 40? Und? Dieser lange Hals, der sieht voll cool aus. Natürlich. Immer. Jetzt kannst du auch mit Turbotri angreifen. Ja. Das trifft zumindest zu 100%. Boah, da hat uns das Handy echt überrascht. Ja, ich soll jetzt Pokémon Platin aufnehmen. Ach, du hast dafür extra einen Wecker gestellt, damit du Pokémon Platin aufnimmst. Nein, ich habe jetzt mir abgetimt, aber komischerweise hat der automatisch einen Wecker draus gemacht. Das ist so eine Erinnerung. 35. Nee, Max hat es. Ja. So. Jetzt können wir auch Medizin schnell befreien. Endlich. Wir müssen doch schon 10 Minuten um. Ja, der hat mich auch genervt. Ja, ins Stadion gehen wir langsam auch. Also wir gehen noch mehrmals rein. Einfach weil, ich glaube, man kommt beim zweiten Mal bei... war das Phoenix? Wo die Ghetto-Stadt war, ja, Phoenix. Ja. Nee, das war doch P. Pyrotos. Genau, da bekommt man Durchbruch. Wir könnten eigentlich hingehen. Wir haben Level 40. In die Chien. Jetzt ab. Ab in den Süden. Sonne hinterher. Hey, was geht? Psst. Was lernst du denn jetzt? Erinnert sich an Scanner. Yay. Und der ist ein Bann. Ding, ehrlich. Gut, Militi haben wir auch so gut wie selten eingesetzt, aber trotzdem, Mistding. Mistding, aber. Ehrlich zu sein. Nein, das Turmkick zweimal verfehlt, das ist scheiße. Und? Jetzt kann ich mal Psychokinese. Aber Gedanken gut. Das ist wichtig. Wofür? Für Konfusion. Ja. Du hast eine Klatsche. Blöderweise kann ich die auch nicht einfach so ablegen. Ja, du bist auf Fliegen gegangen und nicht auf Ablegen. Erstmal Maul aufbringen, sicherheitshalber. Ist klar, was gleich passieren wird. Wow. Hast du es nicht gehört? Ja, doch. Wir sind nur leider mitten im Pakt. Kannst du ja besuchen, kannst du ja Bescheid sagen gehen. Hm, ehrlich zu sein, habe ich gerade drauf keine Lust, weil. Christian! Ich hab Hunger, bitte. Ja, wir müssen trotzdem den Part aufnehmen. Ja, dann pausieren einfach. Mach hier einen Cut jetzt rein, bevor. Noch ein! Hier? Weil Cuts sind so schön. Oder beende einfach die Aufnahme, hast du schon 12 Minuten zusammen. Naja. Du hast viel erreicht. Du hängst einfach die Trainingssession dran. Nein, mach ich das schon. Ich hab schon einen Schiss bekommen. Auf jeden Fall cutten wir kurz. Und danach gehen wir zum Kolosseum. Ja, dann cut. Bis gleich. So, und wieder zurück. Und jetzt geht's
zum Kolosseum. Nein, weil ich würde die Sandbox holen. Ha? Ich würde die Sandbox holen. Ja, ich glaube, ich weiß auch wo, bei der Tussi da. Ja, aber die Stadt da gerade hat nicht. In diesem Dorf zu. Ich bin in diesem Dorf gekommen, um zu lernen, wie ich mich besser mit Pokémon anfreunden kann. Schließlich ist die einzige Methode, die ich kenne, die Essenzmassage. Kennst du die? Kennt ihr die Essenzmassage? Nein. Nee. Pokémon freuen sich, wenn man sie mit verschiedenen Düften essenziert und massiert. Aber natürlich, ich mache ja zwei. Ich habe ja zwei Essenzkisten. Ihr könnt da eine haben. Ja, wir wollen aber vielleicht keine. Dankeschön. Bestimmt werden sie deine Pokémon freuen, wenn du sie mit der Essenzen massierst, die du in der Essenzkiste aufbewahren kannst. Ja, ja, tschüss, tschüss. Ziegelein, ne? Jetzt will ich mal am Turnier teilnehmen. Du hast schon kaum Zeit. Du hast noch 13 Minuten. Ist egal, wenn die noch Level 20 sind, ist mir das okay. Aber ich will ein paar TMs haben, weil wir haben viel zu wenig. Und so ein paar Attacken wie Durchbruch für Tornado wären ja nicht mal so schlecht. Aber für Moller. Ja, okay, Moller sind scheiß Wiesen sonst. Das macht mich traurig. Mollert hat Scheu. Angriff runter, innen drauf. Außerdem braucht Mollert nicht mehr als Surfer und Erdbeben. Ja, stimmt. Und genau zum Heimschläfer. Und schon ob hat Schaufel und Flammenrad. Und da würde ich gerne was für Smoothpool tun. Ach. Du hast dich halt für einen scheiß Bogen entschieden, dass ein scheiß Smoothpool einfach hat. Ja, weil er für den besten Angriff. Oh. Ja, ich würde gerne Tiny nehmen. Nein, nee. Mhm. Ja, ja. Wollen wir noch, ne? Versuche. Jetzt ist wieder der heilige Tag gekommen. Sie ist schon wieder nicht bei uns. Ja! Wir haben Grund zum Feuern. Kolosseum, Pyrodos, Duell 1. Ich glaube, das muss ich noch nicht verlesen. Aber ich bin echt gespannt, ob die stärker geworden sind. Es kommt drauf an, können unsere Zuschauer lesen. Naja. Herrlich, die Queen ist verschwunden und wir können kämpfen, wie wir wollen. Ja, ist wirklich herrlich. Aber der Kampf war atemberaubend. Ja, darf ich den nächsten was wieder machen? Genau, hast du ja bloß nicht jeden gemacht. Jetzt. Was? Ich glaube, die sind ein bisschen höher als wir. Ich glaube, das mit den TMs können wir uns gleich abschminken. Surfer. Oder Gina? Ruckzuckief! Okay, die sind ein bisschen schon unterlevelt, die Gegner. Und da hält Sinus einfach noch. Wir können ja mal gucken, ob wir gleich ins andere Kolosseum können. Weil dort müssen die dann 40 sein. Aber 50 ist gerade so überwältigend. Setz gleich mit Visenio rechter Hand ein, wenn es überleben sollte. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich bin für Entei. Um jetzt nicht unsere anderen Pokémon direkt sterben zu lassen. Kann man nicht irgendwie fliehen? Nein. Da gibt's zurück. Zurück. Mit zurück. Kann man nicht aufgeben oder so? Das wäre voll toll. Wir geben keinen Kampf aus. Wir verlieren. Oh, ja, stimmt. Hier kann man ja gar nicht. Weil hier gibt's ja nur Rufen. Doch, der ist sehr fahr zum Guten. Und drückt den Schlag auf. Ach, Kratux. Entei, du arbeitest gerade echt unproduktiv mit. Nein, Sword hat verfehlt. Das ist inakzeptabel. Boah, Entei kriegt doch voll aufs Maul. Willst du mal es geben, dass man Teddy Ohr sah? Na okay, die Vogelmodus hat mal den Vortrag verschwunden. Los! Oh, Volltreffer schon, musst du hin! Ach stimmt, den Vogelmodus macht halt auch immer Volltreffer. Mhm. Ja, 180 Stärke jetzt. Oh, ich hab F1, ganz gut, das ist F1. Das Kolosseum bringt auf jeden Fall. Wenn die nur zwei Pokémon haben, können wir mal kurz Entei rufen. Entei!
Ja, ich glaube, wir haben am Ende 4. Jetzt noch einmal Surfer. Wir haben kein Pokémon Schweber. Einfach sterben lassen. Kann ja sein, dass es auf Morot geht. Na dann. Kann, tut's aber nicht. Ist ja nicht. Wie Morot einfach ignoriert wird. Los, Waldorf, schauen wir mal. Nein, immer noch nicht was. Taian, willst du vielleicht mal uns helfen? Das wäre super lieb. Du wolltest doch unbedingt spannende Kämpfe. Ja, unbedingt. Jetzt bräuchten wir den Rückzug. Ich würde nicht mit Modok den Surfer einsetzen. Warum? Weil Giradax wahrscheinlich die Schaufel einsetzen wird wieder. Halb, sie ist schneller. Oh, Flinkklaue! Perfekt! Ja, die gibt's ja auch noch. Yay, Flinkklaue for the win! Giradax ist da. Das nicht viele Fangpunkte geben sollte, natürlich nur. Ziemlich wenig, 690. Die im Duellwehrkampf vielleicht ein bisschen weniger geben, aber die waren auch dafür auch nicht so schwer. Sind doch nur 3 Kämpfe. Von 4! Ja, und? Du hast noch ein bisschen Zeit. Noch Minuten? Nee. Wie haben wir, sind wir jetzt? Ich glaube bei 16, 18. Also ich will ja noch gucken, ob wir einen anderen Duell schauen, was einfacher ist. Was für Pokémon? Wir können auch dieses Teil machen, dass sich Story schimpft. Ja, Kitty! Hi Kitty! Kitty, 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 Kitty! Ne, diesmal machen wir das mal anders. Ich würde jetzt mit Morlot gehen auf Enekoro. Und jetzt kommt schon auf Morlot. Ich hoffe, du bist nicht so frustriert. Und wie das ist. Muss ja wirklich ein schrecklicher Trainer sein. Enthält wieder. Genau. So. Du hast mehr KP als Morlock. Oh, Durchbruch. Ey, Morlock war schon langsamer als Morlock. Surfer. Und Morlock, Kryptoschlampf, Pummeluff. Ich hätte erst noch erstmal schwach auslöschen. Ja, nur die Frustration killt wie sonst was. Ja, stimmt auch wieder. Aber Entei ist so Held. Aber Entei ist so Held. Machen Nickerchen. Duplex 7. Bam. Reicht. Reicht. Meine Güte. Hör mal auf. Schön auf Pummeluff. Erstmal ein. Erstmal die. Oh, okay. Respect, Bro. Surfer zum Guten. Oh yeah. Okay, aber halt die Treppe für zwei Pokémon. Dann könnte ich das aufpacken. Ich glaube, ich habe das Lucio etwas unterschätzt. Ein bisschen leicht. Dark Entei. Surfer zum Guten. Und tschüss. Bye-bye. Nein, wir müssen dann Entei in den nächsten Kolosseum rufen. Wir sehen, Jo geht sowieso sterben. Wir sehen, es sollten eigentlich rechte Hand einsetzen, aber wir setzen jetzt mit Molot erstmal Gena ein. Gegen das Stärkste, wenn es eine Bedrohung ist. Alle Pokémon sind eine Bedrohung, wenn die schon 10 Level über 1 sind. Ich hab nur Angst, dass hier irgendwie ein Blue Bella gleich kommt oder so. Ja, dann können wir nicht mehr Surfer spammen. Immer trotzdem. Das muss ja nicht immer sehr effektiv sein, sondern neutral.
Wie konnten die gegen Dingsda verlieren? Gegen die Queen. Ja, ne? Okay, wir gewinnen gerade gegen die, aber wir haben auch gelevelt. Ja. Oh, wie sehen wir? Mordor. Der Lord. Wie viele Pokémon hast du? Drei. Genau, wie sehen wir? Und wie sehen wir uns jetzt? Zu hier rein. Damit es zumindest Damage anrichtet. Vielleicht kommt es ja mit Stärke durch. Zuschuss und Explosion. Nicht Explosion. Stopp. Doch, Explosion wäre mir lieb. Wir haben immer noch andere Pokémon. Welches Pokémon haben wir die Stärke? Furienschlag. Ich glaube, das dritte müsste das sein. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Dodo Stampfer kann. Na doch, ich schon. Super. Hentai! Seid ermüdend. Morlord, hol dir den Respekt der Straße. Hentai. Ja, okay. Der ist ja Quakilo. Ja, Lärmschutz. Nee, warte mal, Gena wirkt doch gar nicht auf Lärmschutz. Die geht ja nah. Kai ist echt stau, muss ich jetzt ehrlich sagen. Würde ich jetzt sagen, alles auf Quakilo. Ich kenn das Viech. Und da er so stau ist, auszuwechseln. Naja, das war einmal. Ja, trotzdem. Ich würde Surfer jetzt einsetzen. Gut, Schlauch. Dein Tee will befreit werden. Ich will mein Herz öffnen. Da haben wir den Stampfer. Wie Ente hier alles wegtämmt. Und Monat wird einfach, weil es beide angreifen können, in Ruhe gelassen. Wahrscheinlich mögen die einfach keine Krypto-Pokémon. Das kann auch sein. Oh, du Lust in der nächsten Runde. Die wissen ja nicht, dass es Krypto-Pokémon sind. Stimmt. Doch der Computer weiß alles. Die Gegner müssen sich auch mal fragen, warum rufen wir die ganze Zeit unser Pokémon? Ja. Sondern wie wissen wir, dass das Pokémon gerade im roten Teil ist? Wir sehen ja die Aura nicht. Ja gut, ne? Surfer. Die ganze Zeit. Ich bin der vierten, denn ich hab die ganze Angst, dass Ente gleich stirbt. Keine Sorge, okay. Das ist. Hey, das ist schön, dass du Kilo in der nächsten Runde ist. Nee, das ist eigentlich scheiße. Flinkenklaue Wirke. Der Lord befehlt es dir. Sag ich ja. Der Lord, wenn er es will, dann macht es auch schnell. Dann sagt er, jo, mach ich jetzt. Flinkenklaue greifen. Wenn mit Krakilo direkt weg ist. Ja. Ich bin gerade sehr, sehr kaputt, weil gleich ist auch noch Finale. Oh, kürzt sich ein, das ist für Scheiße. Was? Hör auf jetzt mit Finklau zu wirken! Obwohl, jetzt kannst du wieder anfangen, ne? Jetzt kannst du wieder anfangen. Jede zweite Runde, wenn es sein muss. Ja. Komm, mein Schatz, raus. Let it surf. Wahrscheinlich. Ja, natürlich greift jetzt die Flinkklaue nicht. Wenn er jetzt nicht Schaufel eingesetzt hat, ist er tot. Oh, fast alle könnte wehtun. Und die Fassade hat wie getan. Aber Psyana steht wie ein Mann. So wie man halt hier stehen kann, oder? Wenn man ein Mensch ist, Psyana ist. Ja. Und das ist so. Down, bitch. Oh, so ein Bord. Wir haben jetzt Morlock zumindest ein Level abgebracht. Ist doch schön. Ich will ein Logo. Nein. Dann hätten wir ein Feuerkampf-Pokémon. Ja, okay, das wäre besser als Dings der Tornado, aber trotzdem.
Nein, Glurak wäre viel cooler. Es könnte fliehen. Ja, gut, das wäre wirklich cool. Ey, noch ein Level, dann das Ding Erdbeben. Nein, es war 46. Was? 46 war's. Ja, stimmt, ja. Nee, das war 36 und 42. Achso, keine Ahnung. Werden wir sehen, was selber kommt. Wir wissen. Oh na, der mobbt mich. Boah! 55. Bitte! Übertreib nicht gleich! Wir haben voll die starken Pokémon. Guck sie dir an, wie mächtig sie sind. Ich weiß nicht, vor wem ich mehr Angst habe. Ich werde vor Jungblut sagen. Break, break. Hättest du das jetzt ausgehalten, hättest du mich echt gewundert. Ja, stimmt. Das ist immer noch ein Mund hier. Entei! Denke ich mir auch, Entei! Entei tankt hier alles dann weg. Vielleicht kriegst du ja einen Feuerfeger, kriegst du einen Blut oder so. Hitzekoller! Oh. Vorteilhaft! Ich würde sagen, das war keine gute Idee, so das Entei nicken. So, nee, das war nicht gut, was du gemacht hast. Wir sollten Mund hier ausschalten, wir sollten Jungblut auf jeden Fall schlafen legen, weil wir Mund hier nicht schlafen legen können. Es bringt uns nicht hier. Das Ding wird sterben. Schlitz! Und vor Mund hier habe ich mehr Angst. Entei schickt mindestens zwei Angriffe weg, das ist doch immer schön. Du bist produktiv, Kryptoschlag! Jetzt komm. Nee, schau da. Schlimmer. Surfer. Entei ruckzuck! Voll blöd, eigentlich müsste der ganze Surfer auf dich gehen und nicht die Hälfte des Surfers. Wehe, du lässt jetzt die Flinkclaw aktivieren, das wäre echt assi. Na, Glück gehabt. Schlitzer und Enterstone. Tüte. Ich würde jetzt bald auf Fisch rufen. Ja, damit es direkt abkratzt. Ja. Dann kriegt's noch, Wie viele Pokémon hast du eigentlich? Jetzt mal ich 3. Hoffentlich. Das schafft er ein. Bäm! Ich konnte immer noch nicht sehen, wie viele Pokémon er hatte. Können wir doch gleich sehen. Taiyang, do you sing? Ich bin jetzt im Finale. Ich habe mich jetzt zwar durchgequält, aber ich bin im Finale. Ja, Susi haben uns auch nicht durchgequält, um ehrlich zu sein. Ja gut, aber wir haben uns durchgequält. Ich will dieses Finale jetzt gewinnen, Bitch. Komm, Junge, stirb da durch. Kratz einfach ab. Tschüss. Tschüss. Smogon. Oh, Smogon ist wahrscheinlich down. Ach, er hat 4. Okay, das Surfer und Psychstrahl. Psychstrahl, ich versuch mal. Yay, Flinklaue! Yay, Flinklaue! Ey, das heißt, ich bekomme den Psychstrahl durch. Ja. Tschüss, Montier. Tschüss. Ja. Adios, Amigos. Der Lord hat wieder gesprochen. Montier, du darfst nicht leben. Du darfst das arme kleine Psychstrahl. Smogon, dein Fokus kommt das weg. Ja. Jetzt so einfach Bild stehen blieb. Nein! Ach Gott. Alles nur nicht das Ding. Sie stimmen. Smogon ist eliminiert. Na, no, kann er ein Surfer. Au. Leuchten ist nie was Gutes. Ja, das heißt immer Himmelsfeger. Die spannende Musik passt gerade so sehr. Und setzt Himmelsfeger ein. Und welches Pokémon geht weg? Psyana hält locker noch aus. Schick zurück. Morlock, mach's fertig. Mach's mal fit. Wohl. Morlock, wo ist der Crit? Nein, der Lord macht's jetzt trotzdem fertig. Oh,
Dann halt. Oder Psyana. Nur Psyana. Der Lord hat gesagt, ja, ist jetzt sowieso im Mistvergangen, brauche ich nichts machen. Dass ich mir die Hände nicht noch mehr leichenschmutzig machen. Und wir haben es wirklich geschafft. Der Part ist zwar überzogen, aber wir haben es geschafft. Ja. F32. Psycho-Plus. Plus im Leben nicht. Was, wenn sich der andere jetzt mit drei Ränkeschmieden vollstopft? So, welche Themen bekomme ich jetzt? So ein Durchbruch wäre echt praktisch. Ach, so ein Scheiß will doch keiner haben. Gib uns irgendwas Gutes. Boah. Weiß geht, okay. Jetzt TM1! Power Punch! Ja! Power Punch, geil, oder? Kann das nicht überhaupt jemand lernen? Ja, doch. Power Punch von Warlord. Das weiß ich. Ah, hier! Hast du deine Kampfattacke? Jetzt will ich Power Punch beibringen. Wir haben keinen Spotlight oder so. Ich weiß, aber ich brauche die Rauchwolke. Die Rauchwolke war voll praktisch an manchen Kämpfen. Ja, warum bekommen wir so eine dämliche TM? Hätten wir diesen Kappitz mit Delegator. Man kann ja nicht alles haben. Naja. Dann entweder geht's in der Story nach oder Christian wird das andere Kolosseum machen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.